Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Heutrocknung mit in Betrieb genommen. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ich fahre jetzt hier nochmal ein bisschen Heu ein, beziehungsweise das Gras, und werde das dann nochmal zur Heutrocknung bringen. Und der nächste Schnitt, der geht dann in Richtung, ja, der BGA. Ihr habt viele Tipps und Tricks geschrieben. Ich habe noch ein paar Silageballen. Und falls das Spiel hier so ein bisschen ruckelt und zuckelt, ich habe die Map vorhin schon mal abgeflogen. Es gab heute Vormittag, einen neuen Patch für den LS22 und zwar der Patch 1.81, der für die Platinum-Edition ein bisschen vorbereitet. Das heißt, sollte eure Map nach dem Update ein wenig ruckeln, einmal ein bisschen abfahren, abfliegen, whatever. Und es gab auch eine neue Version der Hof Bergmann, und zwar die Beta 2. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich auf der offiziellen LSFM-Seite. Da gibt es zum Beispiel hier diesen neuen dementsprechenden Feed-Trailer, der auch mit dabei sein wird, wenn dann die finale Version oder die Version dann released für alle. Es wird nicht mehr lange dauern. Andi hatte auch in seinem Beitrag geschrieben, dass es unter Umständen quasi sogar schon am kommenden Wochenende soweit möglich sein wird. Es kann sein, dass sich das ein bisschen verschiebt. Nagelt dem Andi bitte nicht darauf fest, das hat er auch dabei geschrieben. Kam jetzt auch noch ein neuer Patch. War jetzt ein bisschen spontan, dass der Patch rauskam. Mal sehen, inwieweit das Ganze für Fehler sorgt. Also ich habe aktuell, wenn ich jetzt hier mal reingucke, ich gucke mal kurz, ein Warning habe ich drin. Aber ansonsten sieht alles gut aus. Ne? Das heißt, das hier ist der neue dementsprechende Feed-Trailer, der wird natürlich auch mitgeliefert. Den habe ich mir jetzt erst einfach mal gekauft und habe den Joskin dementsprechend verkauft. Der könnt ihr Tiere und so weiter mit transportieren. Es wurden viele Fixes und so weiter gemacht. Ich verzichte da jetzt mal auf ein Update-Video. Guckt dementsprechend, glaube ich, bei der Polax hat, glaube ich, ein Video gemacht. Guckt da gerne einmal vorbei. Das ist, glaube ich, sogar da verlinkt. Hatte der Andi, glaube ich, gemacht. Ich war ja in der Schweiz und konnte das jetzt nicht aufnehmen. Ich mache jetzt hier ganz normal regulär mit den Folgen weiter. Ansonsten wurde hier oben dementsprechend jetzt hier beim Baugrundstück gibt es so Zäune. Wenn man das nicht kauft, muss man das verkaufen. Da ist dann noch eine Wiese. Bei mir jetzt nicht, weil ich noch keinen neuen Spielstand angelegt habe. Aber ansonsten scheint alles soweit funktionieren. Wir haben jetzt auch hier noch ein zusätzliches Heulager mit dabei. Das zeige ich euch mal hier in der Produktionsübersicht, das ist auch noch neu mit hinzugekommen. Ich werde, wenn dann die finale V1.1 rauskommt, also wenn es aus der Beta geht, nochmal einen neuen Spielstand anlegen, um alles halt auch up-to-date zu haben. Aber fand ich jetzt nicht zwingend erforderlich. Anni hatte geschrieben, das ist dementsprechend bei manchen Sachen muss man es machen. Ich hatte jetzt auch keine Probleme mit dem Kompost, deswegen weiß ich nicht, lasse ich es jetzt erstmal so hier im Let's Play. Ich werde das dann, sobald das Ganze dann final released ist, auch nochmal neu anlegen, den Spielstand. Ne? Und wie gesagt, wenn es jetzt hier ein bisschen ruckelt und zuckelt, liegt es einfach daran, dass wir hier ja quasi ein Update hatten. Ne? Weitere Infos auf der Giants-Seite, ne? Also auf der offiziellen Farming Simulator-Seite, findet ihr Informationen zum Patch. Da wurden einige Vorbereitungen getroffen. Es gibt eine neue Marke mit dazu. Warte mal, ist die jetzt hier auch schon mit drin? Ich meine, die müsste schon mit dabei sein. Und zwar bei Big Bags. Helma, glaube ich. Helma ist sie, guck mal. Da ist auch eine neue Marke mit dabei. Ja. Und viele weitere Dinge. Ich sammle jetzt einfach mal hier weiter das Gras ein. In der Folge zumindest. Sodass wir in der nächsten Folge dementsprechend dann einfach ganz normal weitermachen können. Denn ich habe auch Mist und den Mist kann ich auch einbringen in die BGA. BGA ist übrigens jetzt immer dauerhaft die Anzeige an. Das hatte Andi auch noch gefixt. Funktioniert auch hier bei meiner Version. Und viele weitere Kleinigkeiten hat der Andi halt angepasst. Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, ist natürlich immer jede Menge Arbeit für die Map. Aber ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall bald drauf freuen. Ne? Dauert jetzt nicht mehr so lange. Kann sein, dass der Patch vielleicht noch das ein oder andere dann länger, dass ihr euch ein bisschen länger gedulden müsst. Aber Andi hat alles dazu in den jeweiligen Text auf der offiziellen LSFM-Seite geschrieben. Das vielleicht auch nochmal dazu. Ansonsten, wie immer, die Map nur für den PC, nicht für die Konsole, weil auch immer noch sehr viele Leute nachfragen, gibt es sie auch irgendwann für Konsolen? Nee, wird es soweit nicht geben. Und ja, wegen Script-Mods halt. Ne? Das vielleicht auch nochmal dazu.
Ansonsten, was gab es noch Neues? Ja, ich war in der Schweiz am Wochenende in wunderschönen St. Gallen. Hab dort die FSL kommentiert. War auf jeden Fall mit dem Steve und mit dem ganzen Giants-Team wieder sehr cool. Vielen Dank auch dafür, für die Einladung, dass man das auch immer wieder machen darf. Hat sehr viel Spaß gemacht. Rückfahrt am Montag war ein bisschen stressig. Deswegen kann sein, dass vielleicht die ein oder andere Folge jetzt hier, ich weiß nicht, Wolf Bergmann oder irgendwas anderes, vielleicht ein bisschen verzögert wird. Denn es ist einiges übers Wochenende liegen geblieben, was meiner Aufmerksamkeit bedarf. Deswegen, wenn irgendwas nicht in einer gewohnten Reihenfolge kommt, nicht sauer sein oder so. Ich habe es dann einfach nicht geschafft. Ist dann einfach so. Ich nehme jetzt auch gerade eben um ja, 11:45 hier die Folge auf. Also heute am 26., wo ihr die dementsprechende ja, Folge heute seht. Ne? Die kommt immer um 14:45. Und dann werde ich die gleich noch fix hochladen. Ich gucke mal, ob ich noch den Gartensimulator aufnehme. Wenn nicht, kommt halt übermorgen. Ansonsten auch F1-Manager, denke ich mir, auch erst übermorgen. Also sprich am Freitag. Ansonsten heute Abend wieder ein Livestream ab 19 Uhr. Death Stranding, das große Grande Finale. Final. Und morgen dann schon ab 15.30 Uhr das DFV-Finale. Ja, das heißt, DFV beginne ich halt eher. Die anderen kommen dann auch noch damit hinzu. Und ja, da freue ich mich auch dann drauf. Da ist der DFV erstmal vorbei. Da kommt dann bald die Platinum-Edition. Falls ihr die Platinum-Edition noch nicht bestellt habt oder Platinum-Expansion oder auch den Season Pass nicht habt oder irgendein anderes DLC braucht, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung, Partnercode HOMER, H0MER. Den könnt ihr dann dementsprechend nutzen, ohne einen Cent mehr zu bezahlen. Und aktuell spart ihr sogar dementsprechend ein bisschen was, wenn ihr euch die Platinum Expansion vorbestellt. Es sei denn, ihr habt einen Season Pass, dann braucht ihr das natürlich nicht tun. Nämlich da ist das Ganze drin, ne, und erscheint dann auch bald in Kürze. Ja, der Patch hat einige Sachen vorbereitet, auch Holzschnittlängen und so weiter. Lest euch das einfach durch. Da gab es zahlreiche Infos dazu. Ist auch alles in Deutsch. Könnt ihr euch alles durchlesen. Und auch für die Beta-Supporter sind, können auch die Änderungen auch ganz normal nachlesen. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch das Video von Prodi an. Der hat da ein Video gemacht. Ich werde jetzt diese Woche auf keinen Fall mehr eins schaffen. Vielleicht mache ich nochmal so ein kleines Video zum Release, wenn dann die V1 Final Release für alle dann. Aber da weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So. Und lesen kann ja wohl, hoffe ich mal, jeder. Und deswegen. Aber lesen und verstehen sind halt auch zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? So, wir fahren jetzt hier das Heu rein. Dann werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, noch gleich die... Ah, ich guck mal. Machen wir es heute noch? Ich muss mal gucken. Wir werden noch ein bisschen was brauchen. Wir gucken gleich mal. Vielleicht befeuern wir gleich noch die BGA. Der neue Feed-Trailer sieht auch mega cool aus. Vielleicht kaufen wir uns noch ein paar Tiere. Schauen wir gleich mal. Oder machen gleich die BGA. Oder machen die BGA in der nächsten Folge. Bier läuft ja auch weiterhin. Die Produktion auf Hochtouren. Da sind wir auch dabei. Die Kätzchen, die schnurren, die miauen. Denen geht's auch gut. Mittlerweile ist der Shader-Cache auch wieder gefüllt. Ab und zu ruckelt und zuckelt noch mal ein bisschen. Aber das ist halt normal, ne? Bei Updates wird der Shader-Cache komplett geleert. Das heißt, die Map muss nur noch komplett geladen werden, samt Texturen. Und dann kann es dabei schon mal vorkommen, dass euer Game ein bisschen ruckelt. Ne? Falls es danach immer noch der Fall ist und ihr schon alles abgefahren habt, am besten einfach mal den Shader-Cache komplett löschen. Also den Ordner oder den Inhalt des Ordners. Ne? Und dann die Map abfahren, abfliegen, whatever. Kann je nach Rechenleistung natürlich ein bisschen schneller oder weniger schneller laufen. Es sind auch noch ein paar Grafik-Performance-Updates mit reingekommen in den neuen 1.18-Patch. Und ja, also jede Menge neue Sachen, jede Menge coole Sachen, die auf jeden Fall ja, bald auf uns warten werden. Das heißt, es geht bald ans Holz. Da freue ich mich auch schon drauf. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr großartig werden. Achterbahn bauen, Boote bauen und so weiter. Und so fort. Und dann passt das. Auf jeden Fall, ja, wird's großartig das Jahr, was es noch ansonsten, ja, so für uns vorbereitet hat. Ne? In die 1, 2, 3. Erst denken, dann reden. In diesem Monat haben wir auf jeden Fall noch ein Halloween-Special. Das ist nächste Woche.
Am Montag, da freue ich mich auch schon persönlich sehr drauf, da werden wir ein Horror-Game spielen. Was diese Woche, hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, noch stattfindet, ist auf jeden Fall am heutigen Tage der Death Stranding Stream. Vielleicht noch ein bisschen was anderes danach, müssen wir mal gucken. Ansonsten morgen DFV um 15.30 Uhr, ganz wichtig. Freitag, Sim-Freitag. Und ansonsten Samstag Satisfactory. Freitag sind Freitag mit Flight Simulator und am Sonntag wieder Hof Bergmann, ne, im Twitch LP. Da freue ich mich auch wieder drauf. Zwischendurch vielleicht noch ein bisschen Building Simulator, Bausimulator. Gucken wir einfach mal, was das Ganze denn so bringt. Nächste Woche, wie gesagt, der Halloween Stream und dann gibt es auf jeden Fall auch in der nächsten Woche am Freitag noch einen kleinen Special Stream. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Da wird es noch einen Community-Stream geben für den LS22. Da könnt ihr mitspielen. Werde ich auch nochmal alles soweit ankündigen. Und ansonsten auch nochmal einen Schlag der Homer-Edition. Ne? Sowie auch im Dezember natürlich wieder der Homer-Weihnachtskalender. Ne? Wie immer das Ganze live auf Twitch. Werde dann auch Infos hier nochmal auf YouTube streuen, wann das Ganze losgeht. Logischerweise am 1. bis zum 24. Dezember. Und da könnt ihr auf jeden Fall wieder mitmachen, wie ihr mitmachen könnt und so weiter. Werde ich dann noch zeitnah auf jeden Fall euch bekannt geben. Gut. Dann würde ich sagen, stellen wir den jetzt hier erstmal wieder ab. Und werden, ich glaube, wir holen uns ein paar neue Tiere, ne? Könnten wir machen. Was können wir uns denn noch holen, Leute? Ich glaube, wir holen uns noch eine Ladung Schweinchen. Da zeige ich euch nämlich mal den neuen Trailer hier. Wobei, mit dem, den finde ich halt persönlich ein bisschen zu groß, ne? Ja, komm, warte mal, den stellen wir hier mal hin. Und laufen mal rüber zu dem anderen John Deere. Wir haben ja noch einen anderen aus dem John Deere Pack. Ich weiß, ihr wollt alles John Deere Pack auch haben vom IFCO. Ist aber noch in der Entwicklung. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Der Tag ist fast rum. Wir müssen noch düngen und kalken. Das machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Und hier haben wir ja unseren schönen, guck mal, ihr seht hier ab und zu ruckelt es noch ein bisschen. Unser schönen John Deere 7530 Premium. Und genau diese Kombi habe ich zumindest, weil letztes Mal sagen, die Kombi gibt es ja gar nicht mit den schwarzen Felgen, habe ich letztens auf Insta gesehen. Genau diese Kombination, auch mit den dementsprechend schwarzen Felgen, genau diese habe ich gesehen. Und es sah richtig cool aus. Was ist jetzt los hier? Zuerst einklappen. Ah, jetzt. Okay, gut. Schon sagen. So, die haben uns ja noch gemietet hier, die Mähwerke. Die werden wir auf jeden Fall nochmal beibehalten. So. Die parken wir mal hier drauf und dann fahren wir noch eine kleine Fuhre Schweinchen holen mit dem neuen Trailer. Zack. Let's go. Holen wir uns das Ganze mal ab. Hier, wo habe ich denn mein Gewicht hier überhaupt hingestellt? Habe ich das irgendwo hier geparkt oder habe ich es drüben hingestellt? Bin mir gar nicht mehr sicher. Kann auch drüben sein. Wir gucken mal. Da geht's wieder los, ne? Auf der Suche nach dem Gewicht. Ich guck mal hier vorne, ob ich sie hingestellt habe. Irgendwo habe ich es bestimmt abgehangen, aber das ist mir wieder bestimmt entgangen, ne? Ach, guck mal, da ist es doch. Nehmen wir das so lange. Das müsste es, glaube ich, sein, ne? Jo. Ups, das T-Winkel. Das Grüne. Hätte ich vielleicht auch in Schwarz nehmen sollen, ne? Wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Und genau diese Kombi hier mit dem schwarzen Felgen habe ich letztens, wie gesagt, auf Insta gefunden. Fand ich recht cool, weil der andere geschrieben hat, da gibt es gar nicht und so. Doch, doch, den gibt's. Und dann fahren wir mal zum Viehhändler. Ich hoffe, der hat noch auf. Mit dem neuen Viehanhänger. Da können wir den auch gleich nochmal testen. Und ich zeige euch auch gleich nochmal eine Übersicht, was da genau reingeht.
der liegt auch der Map mit dabei. Den soll es auch nochmal als separaten Download geben, hatte Andi auch schon geschrieben. Kommt dann auch noch bald, ne? Sortiertransporter, da gehen rein. 5 Kühe, 13 Schweine, 12 Schafe und 6 Pferde. Ne? Ist auf jeden Fall ganz cool. Den kann man, glaube ich, sogar ausklappen. Gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen an. Das Dach kann man natürlich auch wegmachen. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten hier? Nee. Aber sieht recht cool aus. Natürlich wie immer auch alles animiert. Sehr cool gemacht. Guck mal mit den Scharnieren. Das finde ich halt persönlich auch sehr cool. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem mal los und besorgen uns ein paar Tierchen. Noch ein paar Schweine, die wir jetzt hier noch reinpacken. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal im Kauf. Wir ziehen mal hier kurz an dem vorbei. Und fahren dann hier rüber. Und werden uns dann noch ein paar neue Schweinchen holen. Die wir dann dementsprechend auch noch in unseren Stall fahren werden. Die Wege sind ja hier relativ kurz auf der Map. Der Tag neigt sich auch zum Ende hier, der Mai. Wir sind ja mittlerweile im zweiten Jahr nach dem neuen Spielstand gerechnet. Und da freue ich mich dann auch, wenn es dann bald mit der Erntezeit richtig losgeht. Wir haben ja bisher nur das Gras gemäht hier. Und werden dann noch weitere Dinge nach und nach auf jeden Fall dann auch noch erkunden. So, schauen wir mal hoch. Das war aber knapp. Das war richtig knapp. Da habe ich echt sehr viel Glück gehabt. So, hier seht ihr noch ein bisschen Ruckeln und Zuckeln. Wir müssen auch nochmal zum Metzger. Da warten wir aber noch 1-2 Monate, bis sich die Reproduktionsrate ein bisschen erhöht hat. Der hat jetzt auch noch gerade offen. Wir fahren jetzt mal kurz zum Tierhändler und werden dann hier mal schauen. Hä? Sind die Grafikeinstellungen verstellt? Oder waren die Spiegel immer schon so milchig hier? Das müsste ich gleich nach der Aufnahme nochmal checken. Oder war es jetzt hier nur bei dem Fahrzeug? Wir checken das gleich mal. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, ne? Kann natürlich auch sein, dass sie die Grafikeinstellung zurückgesetzt haben. Muss ich mir gleich mal angucken. So, da fahren wir dann mal ran. Hier ist auch der Trigger, glaube ich, ne? Habe ich die Triggermarkierung ausgeschaltet? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich glaube schon. So, wir klappen das mal aus. Und ja, ist ausgeschaltet. So, Schwein, 13 Stück, 3.900. So, jetzt sind wir fast wieder bei dem Geld, was wir auch beim letzten Mal hatten. Guck mal hier, damit die Schweine. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier den neuen Trailer. Und werden uns das Ganze jetzt mal hier in Ruhe einmal anschauen. Ich muss mal kurz hier... Oh, wir haben Lua. Könnte vielleicht auch damit zu tun haben. Muss ich mal gucken, woher der kommt. Gut, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir machen mal ein schickes Foto hiervon. Sofern wir es hinbekommen. Wir laufen mal ein bisschen vor. Machen mal ein schickes Foto hier von dem schönen neuen Trailer. Kann natürlich sein, dass das in Kombination mit irgendeiner Mod dementsprechend soweit funktioniert. Müsste ich dann nochmal testen für euch. Ich werde mir die Datei später mal anschauen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein. Das mit den Spiegeln werde ich nochmal fixen. Wir fahren das Ding wieder hoch. Das klappt zu. Und dann werde ich die Schweine jetzt hier gleich einmal rauslassen. Aber das muss ich mir gleich mal in Ruhe anschauen. Wie gesagt, der Patch kam jetzt ein bisschen unerwartet. Und ich denke, Andi war da auch überrascht von. Und da muss man sich das Ganze nochmal anschauen. Ich denke, das eine oder andere muss vielleicht auch noch angepasst werden. Infolgedessen. Aber kann natürlich auch sein, dass das mit einer
dementsprechenden Kombination der Mods zu tun hat. Zum Beispiel bei Easy Dev geht das Tragen nicht mehr. Also die Superstärke. So wie ich festgestellt habe. Aber gemach, gemach, liebe Freunde. Bitte bleiben Sie geduldig. Was lange wird, wird ja bekanntlich gut. Sehr schön. Gut. Da können wir das hier gleich ready machen. Dann lade ich die Folge gleich nochmal fix hoch, damit ihr die auch heute seht. Wir werden gleich noch die Tiere dementsprechend rüberfahren. Und dann gucke ich mir gleich nochmal die Logdatei an. Zur Not schicke ich dem Andi mal direkt die Logdatei. Vielleicht kann er damit ein bisschen besser was anfangen. So ein paar Sachen weiß ich da auch immer, aber ich gucke gleich mal, was jetzt gerade das Problem war. So, guck mal, die Fahrzeuge haben jetzt auch Kennzeichen hier, ne? Guck mal. Oder war es schon länger so? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Wenn ich ehrlich bin. Und ich werde meine Grafik-Settings nochmal überprüfen, weil kann sein, dass das eine oder andere vielleicht zurückgesetzt wurde. So, wir steigen hier mal kurz aus. Fupp. Machen mal das Tor auf. Guck mal, die kleinen Ferkelchen hier. Und dann packen wir die 13 Schweinchen da nochmal rein. Fahren hier mal rückwärts ran mit dem neuen Tiertrailer. Ich finde den echt schick, ne? Ist echt ein schönes Ding, auch mit der Schaufel und so. Das sieht halt wirklich richtig klasse aus. Hat Andi sich mal wieder selbst übertroffen. So, wir klappen das mal auf hier hinten. Gucken, wie groß der Trigger ist. Der müsste, glaube ich, hierfür reichen. So, und dann können wir die Schweine hier auch rüberladen in den Stall. Und dann haben wir auch ein paar mehr Schweine hier drin. Also nicht mehr Schweinchen, ne, sondern mehr Schweine. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das soll es dann erstmal soweit hierfür gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal, ja, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.